Denkst du, dass alle Schüler, die neu an einer Schule anfangen, nur darauf aus sind, Freunde zu finden und gute Noten zu schreiben? Haruka Sakura sieht das anders. Er wollte an der Furin-Oberschule eigentlich nur kämpfen und über alle anderen herrschen. Doch was er vorfindet, könnte ihn und seine Vorstellung von Stärke und Macht komplett verändern. Begleite uns auf eine unerwartete Reise, wie ein aufstrebender Kämpfer lernt, was wahre Stärke in einer Stadt bedeutet, die eher Helden als Schläger braucht. Hey, willkommen bei Anime-Archiv, deiner Nummer 1 für deutsche Anime-Zusammenfassungen. Den Namen des Anime findest du übrigens in der Videobeschreibung, genauso wie eine Kapitelübersicht der einzelnen Episoden. Haruka Sakura ist ein Highschool-Schüler, der sein Leben so lebt, wie er es will, aber deshalb von seinen Mitschülern gemieden wird. Eines frühen Morgens wird eine Frau von einer Gruppe von Jungs belästigt, die ihren Zenit bereits überschritten haben. Sie hat einen Karton voller Eier, also hat sie offensichtlich zu tun, aber das ist den Jungs egal und sie fordern sie immer wieder auf, sich mit ihnen zu amüsieren. Sie lehnt ab und sagt dem Anführer, dass sie ihm ihre Eier ins Gesicht schlagen würde, wenn es nicht so verschwenderisch wäre. Aber sie hat keine Zeit, die sie an so unbedeutenden Menschen wie ihnen und seine Freunde verschwenden kann. Also wird sie jetzt gehen. Der Anführer kann ein Nein nicht akzeptieren, also ergreift er gewaltsam ihre Hand und verletzt sie dabei, woraufhin Sakura eingreift. Zuerst versucht er die Situation wie ein vernünftiger Mensch zu handhaben und sagt dem Anführer der Jungs, er solle zusammenpacken, weil es noch zu früh am Morgen sei, um solche Dummheiten zu machen. Leider funktioniert logisches Denken nicht, wenn ein Gehirn so groß wie eine Walnuss ist. Also versucht der Anführer Sakura zu schlagen, aber sein Schlag wird abgewehrt. Dann wird er so heftig verprügelt, dass der Kameramann wegschneiden musste. Aber als er wieder im Bild ist, steht Sakura über ihm und bezeichnet ihn und seine Freunde als schwach. Er hat keine Angst vor einem Kampf und wenn jemand ein Problem mit ihm hat, sollte er sich daran erinnern, dass sein Name Sakura Haruka von der Furin High School ist. Danach fängt er einfach an zu gehen, ohne ein Wort zu sagen, um seinen knallharten Moment zu vollenden. Aber das Mädchen, das die ganze Zeit alles beobachtet hat, reißt sich endlich zusammen und läuft ihm hinterher. Sie ergreift seinen Arm und dankt ihm, dass er sie gerettet hat, aber Sakura ist verwirrt, weil ihm noch nie jemand für etwas gedankt hat. Sein Hirn hat einen Kurzschluss, also geht er sofort in den Zundere-Modus über, als er ihr sagt, dass er es nicht um ihretwillen oder so getan hat, sondern einfach nur genervt war von der Art und Weise, wie der Typ sich benommen hat. Das Mädchen ignoriert seinen Ausbruch und fragt, ob er zufällig hungrig sei, was Sakura zunächst verneint, aber niemand kann ein gutes Omelett ablehnen, also landet er im Restaurant des Mädchens. Beim Smalltalk stellt sie fest, dass Sakura nicht aus dieser Stadt kommt, was erklärt, warum sie ihn noch nie gesehen hat. In letzter Zeit gab es in der Gegend viele Bandenkämpfe, sodass normale Leute die Gegend eher meiden. Sie stellt sich als Tachibana vor, aber Sakura versucht immer noch herauszufinden, warum dieses Mädchen so freundlich zu ihm ist. Die meisten Leute würden sich vor jemandem fürchten, der es mit 5 Männern locker aufnehmen kann, aber sie scheint das überhaupt nicht zu stören. Sie fragt, ob er das Essen, das sie für ihn gemacht hat, nicht essen will, da er noch keinen Bissen genommen hat, also fängt Sakura sofort an zu essen und es schmeckt ihm. Während er isst, kommentiert Tachibana, wie einzigartig er aussieht, da die Hälfte seines Gesichts anders gefärbt ist, aber sie kann erkennen, dass er einfach so aussieht. Ihr Gesicht kommt ihm ein wenig zu nah, sodass Sakura ausflippt und zurückspringt. Nachdem er sich etwas beruhigt hat, sagt Sakura, dass er überrascht ist, dass sie ihn nicht seltsam findet, da die meisten Leute ihn wegen seines Aussehens als eklig bezeichnen würden. Tachibana findet sein Aussehen gar nicht so seltsam, da sie es gewohnt ist, Leute mit viel schlimmerer Mode zu sehen. Aber abgesehen davon fragt sie, ob sein Aussehen etwas mit dem Grund zu tun hat, warum er überhaupt hierher gekommen ist. Sakura sagt ihr, dass sie recht hat, da er hierher gekommen ist, weil sein Aussehen in einem Kampf keine Rolle spielt. Furin ist berüchtigt dafür, die hirnlosesten Schüler, aber auch die besten Kämpfer zu haben und so finden jeden Tag Schlägereien statt, um zu entscheiden, wer an der Spitze steht. Sakura ist von der Gesellschaft der Walnusshirne nicht ausgeschlossen, also ist eine Schule wie diese der einzige Ort, an dem er eine Chance hat, sich einen Namen zu machen. Tachibana versteht nun Sakuras Beweggründe, aber das hält sie nicht davon ab, sich über ihn lustig zu machen, weil er sich so sehr auf die Schule freut, dass er heute seine Uniform anzieht, obwohl Furin erst morgen öffnet. Sakura streitet es ab, aber seine Verlegenheit zeigt Tachibana nur, dass sie recht hat. Während sie sich stritten, hatte ein alter Mann namens Yama gerade seine Mahlzeit beendet und wollte gerade gehen, aber kurz bevor er ging, bemerkte Sakura, dass er seine Tasche vergessen hatte, also machte er ihn darauf aufmerksam und gab sie ihm zurück. Kurze Zeit später kommt Tachibana vorbei und sagt, Yama sei dankbar für Sakuras Hilfe und wolle, dass sie ihm als Zeichen des Dankes ein paar Süßigkeiten gebe. Sakura ist es immer noch nicht gewohnt, dass man ihm für irgendetwas dankt, also fragt er, warum die Leute hier so nett zu ihm sind.
Normalerweise würden die Leute einen Blick auf ihn werfen und denken, dass er ein Verbrecher ist, also sind sie auf der Hut. Einmal wollte er jemandem die Brieftasche zurückgeben, aber die Polizei wurde zu ihm gerufen, weil die Person ihn des Diebstahls beschuldigte. Tachibana sagt Sakura, dass es die richtige Entscheidung war, nach Furin zu kommen, aber so wie er jetzt ist, kann er niemanden besiegen, geschweige denn der Platzhirsch werden, und das alles nur wegen einer Sache. Er mag zwar stark sein, aber er ist alleine, also wird er sich den Arsch aufreißen. Als sie sagt, dass er alleine ist, trifft Sakura einen Nerv, also erklärt er wütend, dass er nicht schwach ist und es für ihn keinen Grund gibt, sich auf andere Leute zu verlassen, um einen Kampf zu gewinnen. Sie gibt zu, dass Sakura vielleicht die Kraft hat, seine Behauptungen zu untermauern, aber es wäre das Beste, wenn er ein paar andere Schüler aus Furin treffen würde, dann würde er verstehen, was sie meint. Auf dem Heimweg trifft Sakura auf den Bandenführer von vorhin, der diesmal die ganze Truppe mitgebracht hat, um sich auf Sakura zu stürzen. Er ist gerade nicht in der Stimmung, sich damit zu befassen, also versucht er sie zu ignorieren und wegzugehen, aber der Anführer hält ihn auf, nur um sich über sein Aussehen lustig zu machen. Ehrlich gesagt, darauf hat Sakura nur gewartet, denn mit diesen Idioten hat er schon sein ganzes Leben zu tun. Sie schauen ihn immer mit Abscheu an, also hat er es aufgegeben, sich anzupassen. Die Leute stellen nur Vermutungen aufgrund seines Aussehens an, und wenn die Welt will, dass er ein Verbrecher ist, dann wird er genau das tun. Er schlägt dem Anführer noch einmal mitten ins Gesicht und nimmt es mit der ganzen Bande auf einmal auf. Und er gewinnt tatsächlich. Sie sind immer wieder hinter ihm her, aber obwohl einige von ihnen mit Baseballschlägern bewaffnet sind, weicht er ihren Angriffen aus und senkt mit den Hirnschäden, die er verursacht, im Alleingang den durchschnittlichen IQ der Bandenmitglieder. Währenddessen war Tachibana in ihrem Laden und räumte das Geschirr ab. Und obwohl ich nichts gegen sie habe, beschloss diese Dumpfbacke, dass es eine gute Idee wäre, nach draußen zu gehen und nachzusehen, was los ist. Nun, was soll ich sagen? Sie wird geschnappt und mit einem Messer bedroht, damit sie sie als Geisel benutzen können, um Sakura dazu zu bringen, seine Deckung aufzugeben. Sobald Sakura jedoch sieht, dass Tachibana in Gefahr ist, vollführt er coole Akrobatik und lässt den Kerl fallen, bevor er überhaupt die Chance hatte, sein Messer zu benutzen. Ein Typ versucht, sich von hinten an Sakura heranzuschleichen, aber der lässt sich nicht auf so etwas Billiges ein und schlägt den Typen mit einem Roundhouse-Kick gegen die Wand. Er drescht immer wieder weiter auf sie ein, aber da er Tachibana schützen muss, kann er nur wenig Schaden anrichten, und wenn es so weitergeht, wird er überrannt. Er weiß nicht einmal, warum er sich überhaupt die Mühe gemacht hat, ihr zu helfen, da er sie kaum kennt. Als er weiterkämpft, kommt einer der Kerle, die er zuvor K.O. geschlagen hatte, wieder zu sich und schnappt sich das Messer, das auf den Boden geworfen war, und schneidet Sakura den Knöchel auf. Dann wird ihm fast der Kopf von einem Typen mit einem Baseballschläger eingeschlagen, aber es gelingt ihm im letzten Moment auszuweichen, obwohl er mit seinem verletzten Knöchel in seiner Beweglichkeit eingeschränkt sein wird. Er hat keine Chance, dem nächsten Angriff auszuweichen, also macht er sich auf den unvermeidlichen Schlag gefasst, den er bekommen wird. Doch bevor der Baseballschläger ihn noch dümmer machen kann, wird er von einem Mann gerettet, der die gleiche Furin-Uniform trägt wie er. Der Mann bedankt sich bei Sakura dafür, dass er Tachibana beschützt hat, und sie freut sich, ihn zu sehen. Er bittet sie, ihrem Boss nicht zu sagen, dass sie in Gefahr war, damit er nicht ausflippt, aber jetzt, wo er hier ist, wird er dafür sorgen, dass die Situation geklärt wird. Er schnappt sich den Schläger des Bandenmitglieds und gibt ihm einen so kräftigen Stoß mit dem Ellbogen, dass er für ein obligatorisches Nickerchen hingelegt wird. Diese Punks haben die Stadt mit ihren Streichen verwüstet und müssen nun dafür bezahlen. Die Bande ist verständlicherweise verängstigt, da sie schon gegen einen Kerl nur knapp gewonnen hat. Aber jetzt müssen sie sich mit vier weiteren herumschlagen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, also greifen sie alle gleichzeitig an, obwohl sie wissen, dass sie keine Chance haben zu gewinnen. Alle Furin-Typen sind genauso stark wie Sakura, sodass dieser Kampf eine einseitige Schlägerei ist. Ein Kerl versucht, Sakura anzugreifen, und da sein Knöchel verletzt ist, kann er nicht rechtzeitig ausweichen. Zum Glück schreitet Hiragi ein und kickt den Kerl gegen die Wand. Er sagt Sakura, er solle sich zurückhalten, wenn er verletzt sei, da sie ihn nicht beschützen könnten, wenn er sich in der Mitte verfangen würde. Und Sakura bleibt einfach sprachlos zurück, während die Leute anfangen, die Furin-Jungs anzufeuern, damit sie die Bande verprügeln können. Das ist nicht das, was Sakura erwartet hat, als er hierher kam, und er hätte nie gedacht, dass die Leute hier Furin so unterstützen würden. Tachibana erklärt ihm dann, dass die Aussage, dass die Gangs diesen Ort unsicher machen, nur bis vor etwa 2 Jahren galt. Das lag an den Schülern der Furin High School, die die Sicherheit der Stadt auf sich nahmen und eine Tafel am Eingang aufstellten. Jeder, der dumm genug ist, in der Stadt Ärger zu machen, verlässt die Stadt mit einem größeren Hirnschaden, als er zu Beginn hatte, denn sie sind der Schutzschild der Stadt, auch bekannt als Windbreaker. Deshalb werden sie von den Einwohnern der Stadt jetzt so sehr geliebt. Es stimmt zwar, dass sie vor 2 Jahren ein Haufen mieser Typen waren, aber das ist jetzt 2 Jahre her und jetzt werden sie von allen hier geliebt.
Sakura kann nicht anders als neidisch zu sein, dass diese Jungs trotz ihres Kampfes von allen akzeptiert werden, als wären sie Helden, während er immer nur verachtet wurde. Er ist immer noch geschockt, als die Leute in der Stadt sich ihm zuwenden und ihm dafür danken, dass er die Bande aufgehalten hat, bis die anderen kamen. Da sein Knöchel verletzt ist, bietet ihm eine alte Dame an, ihm erste Hilfe zu leisten, aber all diese Freundlichkeit ist zu viel für ihn, sodass er erneut ausrastet. Tachibana versteht, warum er sich so verhält, also übernimmt sie die erste Hilfe für ihn und sagt, dass sie merkt, dass er alleine ist, aber er hat es sich nicht ausgesucht, alleine zu sein. Was auch immer die Umstände gewesen sein mögen, er muss die Menschen hier nicht aufgeben, weil sie ihn brauchen. Er war immer noch so freundlich, Yamas Tasche zurückzubringen und er hat sich sogar in Gefahr begeben, um sie zu retten. Wenn er also bereit ist, auf sie zuzugehen, dann werden sie sich nicht von ihm abwenden. Sakura weiß nicht, wie er darauf reagieren soll, also rennt er auf die Menge zu und springt 3 Meter in die Luft. Mit einem Dropkick zielt er auf den Anführer der Bande, der sich an Hiragi heranschleichen will. Er ist sich zwar nicht sicher, was er von dieser ganzen Heldensache hält, aber wenn die Leute ihn so akzeptieren, wie er ist, dann wird er kämpfen, um die Stadt zu verteidigen. Am nächsten Tag kommt Sakura im Diner an, aber er hat einen üblen Gesichtsausdruck, weil er überredet wurde, eine Oma Huckepack zu nehmen. Als sie angekommen sind, sagt Sakura der Oma, sie solle von seinem Rücken herunterkommen, weil er der Oma nicht ins Gesicht schlagen wolle, woraufhin Oma Sayo von seinem Rücken springt und Sakura merkt, dass sie ihn mehr getäuscht hat, als er dachte. Sie hatte ihm erzählt, dass ihre Hüfte so sehr schmerzt, dass sie kaum laufen kann, aber plötzlich kann sie sich sehr gut bewegen und gibt es nicht einmal zu, als Sakura sie darauf anspricht, was ihn noch wütender macht. Doch trotz der Witze der Oma ist sie Sakura dankbar, dass er ihr heute Morgen geholfen hat, zum Diner zu kommen und bedankt sich bei ihm. Sakura ist es immer noch nicht gewöhnt, dass man sich für etwas bedankt, also wird er wieder rot und will gehen, um sich die Peinlichkeit zu ersparen. Aber bevor er gehen kann, ruft ihn Tachibana zurück, weil sie etwas Besonderes für ihn hat. Sie bietet ihm ein kostenloses, komplettes Frühstück an, da heute seine Aufnahmezeremonie für Furin stattfindet. Aber wenn sie darüber nachdenkt, beginnt die Zeremonie erst um 12 Uhr, aber Sakura ist schon dafür angezogen und es ist gerade mal 10 Uhr. Das gibt dir natürlich die perfekte Munition, um Sakura noch mehr zu ärgern, weil er sich auf die Teilnahme an Furin freut, aber er leugnet es und sagt, er sei heute nur spazieren gegangen. Tachibana kann ihm die Aufregung nicht verübeln, da sie weiß, dass Sakura dort viele interessante Leute kennenlernen kann. Aber kurz darauf schwingt die Eingangstür und Nidai kommt herein. Oder besser gesagt, er fällt mit dem Gesicht in den Raum. Nachdem er sich vom Boden aufgerappelt hat, zeigt er allen seine brandneue Furin-Uniform, aber Sakura weist ihn darauf hin, dass er vergessen hat, die Etiketten von der Kleidung zu entfernen. Nirei rollt sich daraufhin auf dem Boden herum, um die Anhänger von seinem Rücken zu bekommen und Sakura kann nicht glauben, dass ein so ungeschickter Kerl wie er auch an der Furin teilnehmen wird. Aber Nirei nimmt Anstoß daran und sagt, dass er Sakura noch nie gesehen hat, also muss er von außerhalb kommen. Das stimmt zwar, aber es ist nicht so wichtig, woher er kommt. Eine weitere Sache, die Nirei unter die Lupe nimmt, ist die Art und Weise, wie Sakuras Haare und Augen aussehen. Aber während Sakura erwartete, dass er ihn ekelhaft oder so nennen würde, denkt er in Wirklichkeit nur, dass sein Haar aufgrund von Stress weiß wird. Tachibana findet das Ganze witzig, also spielt sie die Vermittlerin und stellt die beiden vor. Sie erklärt, dass Sakura erst gestern in die Stadt gezogen ist, aber Nirei hat immer noch keine Ahnung, wer Sakura sein soll. Also wirft er einen Blick in sein streng geheimes Namensbuch und laut diesem ist Sakura ein absoluter Niemand. Sakura war kurz davor, ihm so richtig einen hereinzuhauen, aber Tachibana erklärt ihm, dass Nirei es nicht böse meint, er benimmt sich nur manchmal so. Nirei fährt vor, Sakura zu warnen, dass Furin keine gewöhnliche Schule ist, die man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Die Schüler hier setzen sich für die Einheimischen ein und vertreiben böse Störenfriede, sodass alle neuen Schüler zu ihnen aufschauen. Deshalb ist es für ihn unerklärlich, warum Sakura, der keinerlei Verbindung zu dieser Stadt hat, hier zur Schule gehen will. Sakura antwortet, dass er hier ist, um den Spitzenplatz an der Furin-Schule zu übernehmen. Er findet es cool, dass sie die Stadt beschützen und er weiß, dass es dort auch einen Haufen starker Jungs gibt, also wäre er zufrieden, wenn er wüsste, dass er der Stärkste unter ihnen ist. Nirei meint, er solle sich keine Ziele setzen, die er nicht erreichen könne, denn wenn er das täte, würde er durch den Stress eine Glatze bekommen. Sakura hat genug von Nireis Streichen und sagt ihm, er solle sich bereit machen, denn sie würden sich gleich gegenseitig die Fäuste in die Fresse hauen. Nirei gefällt das gar nicht und er entschuldigt sich damit, dass es schon spät ist und er jetzt gehen muss. Später, als Sakura geht, denkt er darüber nach, was Tachibana ihm gesagt hatte, als sie ihm ein Tablett mit Backwaren den Weg versperrt. Der Bäcker bietet sie ihm kostenlos an, aber Sakura ist verwirrt, warum er ein solches Angebot ohne Grund erhält. Sie sagen, es sei ihre Art, sich bei den Furin-Schülern zu revanchieren, weil sie immer so hilfsbereit sind. Und sie wollen, dass Sakura das Brot bekommt, weil er die Unruhestifter am Vortag im Alleingang in Schach gehalten hat. Also ist es das Mindeste, was sie tun können. Sakura kann wieder einmal nicht damit umgehen, dass ihm für irgendetwas gedankt wird. Also
Also versucht er es abzulehnen, indem er sagt, er habe keinen Hunger. Aber die Bäcker bestehen darauf und geben ihm das Brot trotzdem, damit er es heute zum Mittag essen kann. Und sie waren nicht die einzigen, die Sakura etwas schenken wollten. Nach all den Danksagungen der Stadtbewohner sieht es so aus, als hätte Sakura gerade einen Wocheneinkauf getätigt. Sakura hat immer noch nicht begriffen, dass manche Leute einfach nur nett sind, wenn man ihnen hilft. Und deshalb denkt er, dass diese Stadt ganz schön verkorkst sein muss. Aber vielleicht ist er auch nur davon ausgegangen, dass sie ihn nie wie ein Mitglied der Gemeinschaft behandeln würden. Er denkt einen Moment lang darüber nach, doch dann wird er von einem Mädchen aufgeschreckt, das ihn von hinten anschreit, weil es seine Hilfe braucht. In einer dunklen Gasse sehen wir, wie Nirei von einer Gruppe von Ganoven verprügelt wird. Und sie sagen, dass es daran liegt, dass Nirei sie unterbrochen hat, als sie versuchten, das Mädchen aufzuziehen, das Sakura um Hilfe gebeten hat. Die Situation ist ziemlich ähnlich zu dem, was Sakura am Tag zuvor passiert ist. Aber der einzige Unterschied ist, dass Nirei sich eingemischt hat, weil er genau weiß, dass er nicht mit einem 1 gegen 1 Kampf umgehen kann, geschweige denn mit einem 5er-Kampf. Der Anführer der Jungs nennt Nirei erbärmlich, weil er einen Kampf so leicht verliert. Aber er will jetzt gehen, da er nichts mehr zu gewinnen hat, wenn er hier ist. Aber Nirei lässt ihn aus irgendeinem Grund nicht gehen und greift in sein Hemd. Der Kerl findet es jetzt einfach nur traurig, denn Nirei hat keine Chance, ihn zu Fall zu bringen. Aber wenn er weiter so nervt, wird er diesen Kampf ernst nehmen und Nirei zu Brei schlagen müssen. Nirei weigert sich aufzugeben und fängt an, den Leitspruch der Furin-Schule zu rezitieren, um alles Böse zu beseitigen, als ob er glaubt, dass ihm das ein Power-Up verschaffen würde. Aber wir wissen ja alle, dass Power-Ups nur aus Rückblenden kommen, wenn der Tyrann kurz davor ist, ihn K.O. zu schlagen, damit er ihn nicht mehr belästigen kann. Doch bevor die Hammerfaust auf Nireis Kopf niedergeht, wird er von Sakura gerettet, der mit einem Tritt ins Gesicht kommt. Nirei versteht nicht, warum Sakura hierhergekommen ist, um ihn zu retten, obwohl sie sich kaum kennen. Aber Sakura ist nicht hier, weil er ihn retten will, sondern weil er Menschen hasst, die sich gerne an Schwachen in großen Gruppen vergreifen. Also wird er sich um sie kümmern. Nirei versucht ihn zu warnen, sich nicht einzumischen, da er es unmöglich mit 5 Typen auf einmal aufnehmen kann. Aber kurz darauf liegen die 5 Typen alle auf dem Boden und Sakura steht immer noch. Nirei ist erstaunt über Sakuras Stärke und dankt ihm, dass er ihn gerade gerettet hat. Aber er entschuldigt sich, weil Sakura von ihm enttäuscht sein muss. Sakura hat keine wirklichen Gefühle in dieser Angelegenheit, aber er sagt Nirei, er solle wissen, wozu er fähig sei, bevor er sich aus dem Nichts in Kämpfe verwickle. Nirei erzählt, dass er in der Mittelschule oft gemobbt wurde, aber eines Tages wurde er von jemandem aus Furin gerettet. Normalerweise hätte er immer nur Angst vor so jemandem, aber in diesem Moment fand er den Typen richtig cool. Er wollte so sein wie dieser Typ, deshalb ist er nach Furin gekommen, aber er ist immer noch so ein Verlierer. Sakura denkt einen Moment darüber nach und stellt fest, dass er Nirei anfangs vielleicht ein wenig zu hart beurteilt hat. Er ist vielleicht kein großer Kämpfer, aber er hatte den Mut, jemanden in Not zu helfen und nicht vor einem Kampf zurückzuschrecken. Zumindest in Sakuras Büchern macht ihn das zu einem anständigen Kerl. Das Mädchen von vorhin kommt herübergelaufen, um zu sehen, ob es Nirei gut geht, und da er nicht weinend gesehen werden will, sagt er, dass es ihm gut geht. Das Mädchen ist ihm dankbar, dass er ihr geholfen hat, als die Typen sie bedrängt haben, und auch Sakura, dass er Nirei geholfen hat, als sie ihn darum gebeten hat. Sakura ist es wieder einmal peinlich, dass ihm gedankt wird und er versucht zu gehen, aber Nirei ruft ihm zu und holt sein streng geheimes Buch heraus, damit er alles aufschreiben kann, was es über Sakura zu wissen gibt. Von seiner Größe bis hin zu dem Typ Mädchen, den er mag, gefällt es Sakura nicht, dass seine Daten so dokumentiert werden. Also schlägt er Nirei auf den Kopf, aber Nirei sagt, dass er es nur getan hat, weil es ihm Spaß macht, die Daten von Leuten zu sammeln, zu denen er aufschaut. Und das bringt Sakura dazu, ihn in der Nähe zu lassen, da er nicht so schlimm ist. Nirei mag in einem Kampf nicht viel nützen, aber er ist sich sicher, dass er Sakura die Stadt zeigen kann, da er neu hier ist. Aber jetzt müssen sie erst einmal zur Schule gehen, da die Aufnahmezeremonie bald beginnen wird. Danach kommen er und Nirei endlich in der Schule an und Nirei ist ganz aufgeregt, weil er sich die Klassenliste ansehen will, um zu sehen, in welche Klasse er gehen wird. Glücklicherweise sind er und Sakura in der gleichen Klasse, wie auch ein paar andere Leute, zu denen er aufschaut, mit denen er aber noch nie gesprochen hat. Sakura sagt ihm, er solle aufhören, sich darüber aufzuregen, wer mit ihm in der gleichen Klasse sein wird, denn schließlich sei es egal. Aber nachdem Nirei einen weiteren Blick auf die Klassenliste geworfen hat, sieht er etwas, das ihm die Farbe aus dem Gesicht wischt. Als sie die Treppe zur Klasse hinaufgehen, bittet Nirei Sakura, freundlich zu den Leuten in der Klasse zu sein, damit er keine Probleme verursacht. Aber er wird sich auf keinen Fall grundlos anbiedern. Nirei will nur, dass er allen zeigt, dass er es nicht böse meint, weil er von außerhalb kommt und vielleicht nicht leicht akzeptiert wird. Aber Sakura bereitet sich schon auf einen Kampf vor, was Nirei nicht will. Eine falsche Bewegung in der ganzen Klasse könnte dazu führen, dass er als Feind von Furin angesehen wird und sich die ganze Schule gegen ihn wendet. Aber Sakura sieht darin kein Problem, da er hierher gekommen ist, um an die Spitze der Schule zu kommen. Also würde es ihm nichts ausmachen, wenn alle auf einmal auf ihn losgehen. Als er die Klasse betritt, sieht er ein ganzes Spektrum von Schülern, einschließlich desjenigen ganz hinten, der gerade Klimmzüge macht.
Alle fangen an, Sakura mit großen Augen anzustarren und es gefällt ihm, dass die Klasse so aussieht, als ob sie es ernst meint. Er wird von einem Typen angesprochen, der eine Augenklappe trägt und er scheint ziemlich nett zu sein. Das ist nur in Mireis streng geheimen Buch der Fall, also weiß man, dass er cool sein muss. Die Augenklappe ist allerdings nur als Show, aber damit ist es genug über ihn geredet, also will er etwas über Sakura hören. Sakura war bereit, sofort mit dem Kampf zu beginnen, aber er ist überrascht, als Sue ihm auf die Schulter klopft und ihm sagt, dass er gestern die Stadt gut verteidigt hat. Als er sieht, wie freundlich Sue zu Sakura ist, interessieren sich alle anderen in der Klasse für ihn und fragen, was er getan hat. Sue erklärt, dass er derjenige war, der die Bande, die die Stadt angegriffen hat, im Alleingang abgewehrt hat, sodass sie alle sofort großen Respekt vor ihm haben. Als er jedoch gefragt wird, warum er hierher gekommen ist, antwortet Sakura ehrlich und sagt, dass er gekommen ist, um den Spitzenplatz der Schule zu bekommen. Und nachdem er das gesagt hat, hat er jetzt die Aufmerksamkeit aller wichtigen Leute in der Klasse. Vor allem Sugishita, der aus dem Nichts einen Schreibtisch zu Kleinholz verarbeitet und droht, Sakura zu zerquetschen. Aber Sakura war bereits auf einen Kampf aus, sodass dies gut für ihn funktioniert. Na, hat Spaß gemacht? Falls ja, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Du willst mehr von diesem Anime? Dann zeige uns deinen Support und unterstütze uns gerne mit einem Kommentar und einem Abo, falls du es noch nicht getan hast. Wir bedanken uns fürs Einschalten und hoffen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.